Hallo ihr Menschen, mein Name ist Dr. Rainer Limpinsel und ich rede über Diabetes. Ihr wisst, wenn ich Diabetes sage, meine ich damit Diabetes Typ 2. Im heutigen Video soll sich alles um die Tricks und Kniffe der Industrie handeln, also so einige wenigstens. Ich habe dazu hier mal so ein paar Sachen mitgebracht, die werde ich euch jetzt nacheinander zeigen. Kurz möchte ich noch erwähnen, dass ich sehr stolz bin, dass aktuell mein neues Buch draußen ist und das sieht so aus. Das kriegt ihr für ein paar Euro überall im Buchhandel und ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch das kaufen würden, weil in dem Buch steht alles drin, was ich zum Thema Ernährung, Sport und Psyche, also psychische Tricks, so Küchenpsychologie zum Thema Diabetes weiß. Und wenn ihr das anwendet, was in diesem Buch drin steht, dann schafft ihr es mit einer 90%igen Chance, dass euer Diabetes verschwindet. Heilung darf ich da leider nicht zu sagen, das wisst ihr. Also die 90% sind so gemeint, wenn 1000 Leute von euch das machen, dann werden 900 Leute mit guten Blutzuckerwerten ohne Medikamente für den Rest ihres Lebens leben können. Macht keiner, ich weiß das auch, ich bin vollkommener Realist. Also wenn ich ein Buch schreibe und das 50.000 Leute lesen, dann machen sich ungefähr 50 auf den Weg, das wirklich mal umzusetzen. Und die schaffen es alle. Also meine Homepage ist ja voll mit Rezensionen von Leuten, die konnten es nicht glauben, dass das dann einfach so klappt. Und der Hausarzt übrigens kann es dann meistens auch nicht glauben. Also das finde ich natürlich echt schon schwierig. Dass die Hausärzte es nicht schaffen, die Leute zu bewegen, das zu tun, das sehe ich ein. Weil erstens haben Hausärzte in der heutigen Zeit so wenig Zeit, irgendwas zu ändern, also sich wirklich um die Patienten zu kümmern. Und zweitens, die meisten wollen ja auch nichts ändern. Die meisten wollen einfach weiter futtern wie vorher. Der Doktor verschreibt mir eine Tablette und dann kann ich weitermachen wie vorher. Das ist mir vollkommen klar, dass das so eben nicht funktioniert im täglichen Praxis. Was ich dann schon wieder schwieriger finde, ist, wenn man dann so millionenschwere Diabetologiepraxen hat und dann scheitern die komplett bei der Adipositas-Beratung. Das darf eigentlich nicht sein, die kriegen so viel Geld dafür. Also man muss die Menschen doch irgendwie mitnehmen, die es wollen, die dünner werden wollen, weil Diabetes wird leider wird hauptsächlich durch Übergewicht ausgelöst. Das habe ich in anderen Videos erklärt, warum das der Fall ist. Ich ganz kurz nur, erstens liegt es daran, weil du bist doppelt so viel plötzlich, wenn du richtig dick geworden bist. Und dann reicht dein eigenes Insulin nicht mehr aus, einfach weil du nicht so viel Insulin herstellen kannst. Und das Körperfett tief im Inneren deiner Bauchhöhle sendet böse Hormone aus. Und diese bösen Hormone sorgen dafür, dass dein eigenes Insulin nicht mehr gut wirken kann. Und dann, schwupps, kommt Diabetes. Und habe ich auch schon drüber gesprochen, ganz kurz nur wieder. Hoher Blutzucker ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Nach einigen Jahren kommen ganz schlimme Folgeerkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, abgestorbene Beine, Erblindung, Nierenschaden, kommst du an die Dialyse. Macht keinen Spaß. Ich habe früher in der Diabeteschirurgie gearbeitet als junger Arzt und ich habe Beine von Diabetikern in den OP-Mülleimer geschmissen, die verfault waren, weil die 30 Jahre nicht auf ihren Diabetes aufgepasst haben. Aber ich schweife schon wieder ab. Es geht ja heute um die Tricks der Industrie. Fangen wir an mit Getränken. Ich habe jetzt einfach mal, was ich euch unbedingt raten könnte, dieses Glas war mal randvoll mit Cola. Um genau zu sein, mit Cola Light. Andersrum. Entschuldigung, das war jetzt falsch von mir. Ich habe es gerade erst aus dem Keller geholt und wie gesagt, ich mache immer ungeskriptet. Das war Stevia Cola. So. Stevia Cola. Cola Light würde tatsächlich anders aussehen, weil da ist ja nur Chemie drin, dass es süß wird. In Stevia Cola war damals, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das hier gemacht habe, in Stevia Cola war nämlich immer auch ein bisschen Zucker drin. Und so viel Zucker, das Schwarze hier, ist in Stevia Cola. Und ihr könnt das mal machen. Sucht euch einen warmen Platz. Ich habe es damals auf dem Heizungsbrenner, dem Gasbrenner meiner Heizung gemacht. Und füllt einfach mal übliche Limonaden-Colas in Gläser, randvoll und lasst das dann über Wochen trocknen. Das dauert wochenlang. Euer Haus wird stinken, ganz schrecklich, nach diesem ganzen Chemiekram, der da drin ist, weil das wird auch noch konzentriert hinterher. Spaßeshalber könnt ihr dann auch noch mal Liköre oder einen berühmten deutschen Kräuterschnaps mit einem Hirsch drauf, könnt ihr auch mal machen. Weil dieser Kräuterschnaps mit dem Hirsch drauf, der so gerne von Jägern getrunken wird, der hat mehr Zucker drin als Cola. Cola hat ungefähr 37 Stück Würfelzucker in einem Liter drin. Diese Stevia-Cola hat die Hälfte drin, also so 15, 16. Deswegen ist das auch relativ wenig. Bei normaler Cola, ich habe andere Gläser auch noch im Keller, bei normaler Cola wäre das jetzt hier doppelt so viel. Also so viel Zucker ist da immer drin. Und Wodka hat gar keinen Zucker drin. Deswegen kann ich nur raten,
beachtet das WWW des Diabetikers, wenn es um Flüssigkeiten geht. Wasser, Wein, Wodka, WWW. Du trinkst Wasser zur Durstlöschung ausschließlich und sonst brauchst du gar nichts zur Durstlöschung. Du trinkst Wasser, Klammer auf. Ihr dürft natürlich gerne Kaffee und Tee trinken, weil das sind zwei Flüssigkeiten, die auch gesund sind. Also wenigstens nicht ungesund, sagen wir es mal so. Aber du musst natürlich dabei schon wieder darauf achten, dass die ungesüßt sind und dass da keine Chemie drin ist in deinem Kaffee und in deinem Tee. Ein Schluck Milch, obwohl ich Milch trinken ansonsten verabscheue, also vom Medizinischen her, ich rate allen Menschen davon ab, Milch zu trinken, weil das Unsinn ist, weil das dich krank macht, eher als dass es deine Osteoporose beseitigt oder verhindert. Milch trinken ist für uns Menschen nicht vorgesehen, das ist einfach Unsinn. Kein anderes Lebewesen trinkt Milch im Erwachsenenalter und dann auch noch von einer anderen Rasse. Das ist Quatsch. Tut mir leid, liebe Milchbauern, ihr seid überflüssig. Euch braucht kein Mensch. Ihr müsst euch einen anderen Job suchen. Es tut mir wirklich leid, aber es ist die Lebenserfahrung meiner 56 Jahre. Alle Menschen, die ich kenne, die aufgehört haben, Milch zu trinken, denen geht es besser. Punkt. Ist so. Wo waren wir stehen geblieben? Mit den Getränken, genau. WWW, also Wasser zur Durstlöschung und zwar auch nicht so leicht nach zitronig schmeckendes Wasser von der Industrie. Da ist nämlich schon wieder irgendein Duftstoff drin, das brauchst du nicht. Wenn, dann schmeißt du dir selber deine Zitronenscheibe da rein. Und Wein, wenn du gerne Wein beim Essen trinken möchtest. Ich habe mal ein Video vor kurzem gemacht über Alkohol. Im Nachgang kam mir das so ein bisschen so vor, als hätte ich Alkohol zu sehr abgehypt und würde euch alle hier zum Trinken verführen mögen. Das ist überhaupt nicht meine Intention gewesen. Nur ich bin ein Pragmat. Ich fange nicht da an, den Menschen von seinem einen Gläschen Wein runterzukriegen zur Askese und dann soll er Yoga machen auf dem Berg. Das wäre das heilige Ziel am Ende, aber da will ich euch gar nicht hinbringen. Ich will, dass ein 45-jähriger unter Dampf stehender Selbstständiger, dass der nicht abends anderthalb Flaschen Wein trinkt, weil er so einen Stress hat. Da fange ich sozusagen an, euch mitzunehmen, weil ich selber habe früher in jungen Jahren, als ich noch jung und fit war, ich habe 4 Flaschen Bier am Tag getrunken. Ich war kein Alkoholiker, ich konnte immer monatelang aufhören zu trinken oder wochenlang oder so. Aber ich habe es einfach geliebt, gebraucht, genossen, mein Leben war auch ein bisschen stressig und dann hat es mich gedämpft. Und da will ich euch wegholen sozusagen. Dieser übermäßige Konsum von Alkohol, der ist natürlich total scheiße, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, zum Genuss mal ein Gläschen Wein oder eine Flasche Bier zu trinken, nach dem Sport ein Bier und abends ein Wein. Also bitte versteht das nicht falsch. Nur, jetzt muss ich es schon wieder einschränken, für Diabetiker, die nicht gerade 2 Stunden Fahrrad gefahren sind, ist Bier auch schon wieder nichts, weil das habe ich in dem Video erklärt mit dem Alkohol. Trinkt trockene Weine. Trockene Weine bringen euren Blutzucker nach unten, witzigerweise, können ein bisschen wie ein Medikament wirken und Bier ist nicht gut. Bier macht dich eher dick, wenn du die Veranlagung dazu hast und wir Diabetiker haben die Veranlagung dazu, dick zu werden. Und Bier hebt den Blutzucker. Bier hat einen schlechteren glykämischen Index als Zucker. Deswegen ist es nicht gut. Bier ist ein geiles Getränk, es hat weltweite Erfolge feiert es ja. Aber für Menschen mit Diabetes ist Bier einfach nicht so gut. Ja, und wenn es wirklich eine Hardcore-Orgie ist, dann kannst du klare Schnäpse trinken. Ich empfehle ganz klipp und klar, hat witzigerweise jetzt auch noch eine wissenschaftliche Untersuchung rausgefunden, welches Orgiengetränk am wenigsten Kater macht. Wodka Orange, also Wodka mit O-Saft. Übrigens, auf Mallorca kriegt man Wodka O, wenn man es bestellt, mit Fanta. Wodka Fanta. Buh. Naja, gut, da muss man echt sagen, ich will Wodka Orange, also mit O-Saft und nicht mit Fanta. Also Wodka mit O-Saft, ich meine es echt ernst, wenn ich rede jetzt hier von Silvester und runden Geburtstagen, ne, und Karneval meinetwegen noch, wenn ihr euch wirklich abdüdeln müsst. Erstens, wenn ihr Insulin spritzt, müsst ihr aufpassen, dass ihr durch den Alkohol nicht abrauscht in eine Unterzuckerung. Also, wer Insulin spritzt, kann nicht einfach so sich die Kante geben, der muss immer zwischendurch mal messen, ob er jetzt nicht abrutscht. Und wenn ihr euch dann wirklich, wirklich, wirklich wegschießen wollt, dann nehmt Wodka Orange dafür. Ihr kommt am nächsten Morgen besser raus und das Ganze ist irgendwie, das federt die Belastungen des Alkoholtrinkens am besten ab. Nehmt einen hochwertigen Wodka dafür, also gerne 30 Euro die Flasche, also mindestens 15 Euro die Flasche. Und nehmt echt guten Orangensaft dafür und dann geht das. Was Energy Drinks und sowas im Wodka würde ich auch nicht machen, das ist alles Quatsch. Und ja, so viel zu Getränken. Machen wir mal weiter hier. Darf ich eigentlich den Namen sagen? Ach, weiß ich nicht. Ich sage den Namen nicht, aber das habe ich hier gekauft. Und das ist hier so ein, was ist das eigentlich? So ein Saft. Und da steht ganz groß drauf, no artificial sweeteners und no preservatives. Also das heißt so viel wie
keine künstlichen Süßstoffe und keine Konservierungsstoffe. Und jetzt könnte ja so eine Einkäuferin im Laden, so eine Mutter meistens, machen wir uns nichts vor, es sind meistens die Mütter, die sowas kaufen für ihre Kinder. Also meine Mutter hat es wenigstens gekauft, wie bekloppt für unsere Kinder. Bis wir irgendwann mal irgendwie am Chiemsee im Kiosk ein so, also hier von dem Hersteller was gekauft haben. Und das war schlecht geworden. Und wir haben später gesehen, dass das total 2,5 Jahre über das Verfallsdatum drüber war, aber der Kiosk hat es trotzdem weiterverkauft. Und mein Bruder hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt damals. Mein Bruder war süchtig nach diesem Zeug. So wie heute viele, viele kleine Kinder, vor allen Dingen mit Migrationshintergrund, die trinken ja nur die haben dann so Namen, die darf ich jetzt auch wieder nicht sagen oder ich sage sie einfach nicht. Also so Tum, so wie das hier, ist dann noch billiger. Die trinken das ja nur den ganzen Tag. Und so war mein Bruder schon in den 70ern drauf. Also wir waren mal wieder ganz weit vorne, was die Entwicklung der Gesellschaft anging. Aber seit dem Tag hat er nie wieder das hier getrunken. Er ist dann nur noch auf normale Limonaden und Cola gewechselt. Aber zurück. Du gehst also in den Supermarkt, siehst hier, das ist total schön mit den Orangen drauf und blau und es sieht total bio aus, obwohl es 0,0 bio ist. Zur Ehrenrettung muss ich jetzt sagen, da steht auch nichts von bio hier drauf, also es ist nicht bio. Und dann steht hier unten auch Fruchtsaftgetränk Orange mit 12% Fruchtgehalt, also mit anderen Worten 12, jetzt muss ich rechnen, dann 88% hier sind was anderes, nämlich Wasser und Zucker und 12% ist Frucht. Naja, und ohne künstliche Süßstoffe hört sich toll an, bedeutet aber, dass hier unfassbar viel Zucker drin ist. Nämlich, wenn ihr die Zutatenliste lest, ist als erstes Quellwasser, also auch kein Mineralwasser oder gutes Wasser, Quellwasser, einfach Quellwasser. Und Zucker ist an zweiter Stelle. Und jetzt müsst ihr ja immer noch gucken, wie viel Zucker ist denn drin. Und dann müsst ihr die Tabelle nehmen und dann lest ihr. Und dann haben wir Kohlenhydrate, davon Zucker, ja 8,6, das geht sogar noch. Also ist nicht so schlimm wie in Cola oder wie in Limo, aber trotzdem auf keinen Fall gesund und schon einer dieser kleinen Tricks mit keine künstlichen Süßstoffe. Nee, die sind auch nicht drin, weil es ist ja genug Zucker drin, da braucht man keine künstlichen Süßstoffe. Machen wir weiter mit so einem Trick. Eine sehr berühmte Chipsmarke in der ungarischen Version. Ich gebe jetzt unumwunden zu, ich weiß nicht, ob die das heute noch draufschreiben, weil diese Tüte ist alt. Ich habe die gekauft, weiß ich gar nicht mehr, 2015 oder so, als ich meine ersten Vorträge über Diabetes gehalten habe. Worauf ich hinaus will, ich weiß wie gesagt nicht, ob die es heute noch draufschreiben, aber ich weiß, dass es andere Hersteller auf jeden Fall machen. Ihr müsst einfach euch mal die Mühe machen, in den Supermarkt zu gehen. Also hier vorne steht drauf, in einem schönen großen grünen Label. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, aber ich weiß, dass meine Kamera nicht fokussiert, deswegen könnt ihr es wahrscheinlich doch nicht sehen. Also hier drauf steht, besser für dich mit besten Zutaten. Das heißt gar nichts. Besser für dich heißt, also klar, das ist gut, wenn man gerade verhungert, ist das gut, dann ist es besser für dich, dürfen sie also so schreiben. Und mit besten Zutaten heißt gar nichts. Genauso gut mit Zutaten aus kontrolliertem Anbau heißt auch gar nichts. Also steht jetzt hier nicht drauf, aber kontrollierter Anbau, alles ist kontrollierter Anbau. Die Bauern fahren mit ihren Treckern zwar manchmal auf der Autobahn rum, um sie zu blockieren, aber die Bauern machen nie, dass sie auf den Grünstreifen der Autobahnen irgendwas ernten. Und deswegen ist jeder Anbau in der Welt von einem Bauer kontrolliert. Also wenn du draufschreibst, aus kontrolliertem Anbau, heißt das gar nichts. Das heißt so viel wie, ich habe die Kartoffeln von einem Bauer gekauft. Aber was der da draufschmeißt, wissen wir nicht. Wenn auf Packungen draufsteht, konventionelle Herstellung, dann heißt das meistens mit total viel Chemie drin und total schlecht und so billig wie möglich, weil das sind die Prinzipien seit 120 Jahren der Industrie, der Lebensmittelindustrie. Wir wollen möglichst viel Gewinn machen, wir wollen möglichst wenig für unsere Sachen bezahlen und wir schmeißen da so viel Chemie rein, damit das besser aussieht, besser schmeckt, sich länger hält und wir mehr Gewinn machen. Also das sind alles so Formulierungen, da kannst du komplett schon mal, das lässt da am besten stehen. Aber hier in diesem Falle ist der Trick viel, viel schlimmer und hinterfotziger, wie ich finde. Und auch da muss ich konstatieren, dass die Industrie und der Gesetzgeber, ich weiß nicht, ob die zusammen saufen gehen oder sonst wohin gehen und dann da irgendwie ihre Geschäfte machen. Aber es gibt so große Schlupflöcher für die Industrie, dass wir Verbraucher wirklich verarscht werden. Im letzten Video hatte ich ja schon die Lebensmittelampel angebracht und jetzt geht es halt hier drum. Also hier steht drauf, mit besten Zutaten, besser für dich, beste Kartoffeln, okay, 100% bestes Sonnenblumenöl, okay, und dann keine künstlichen Geschmacksverstärker. So. Das hört sich ja an wie, ist gut. Das Problem ist aber,
Hier hinten ist dann drin, wenn ihr lest auf der Zutatenliste, da ist drin Hefeextrakt. Hefeextrakt ist ein anderes Wort für Glutamat und Glutamat ist ein Geschmacksverstärker. Und also Hefeextrakt, das Wort Hefeextrakt ist gleichbedeutend mit Geschmacksverstärker. Wenn du Geschmacksverstärker isst, dann neigst du dazu, süchtig danach zu werden, obwohl das wird nie richtig bewiesen werden können, dass das so ist, aber bei mir persönlich war es auf jeden Fall so. Und noch viel schlimmer ist, es schmeckt dir dann nicht so gut, wenn du das ohne diesen Geschmacksverstärker isst. Aber warum dürfen die vorne drauf schreiben, wir verzichten garantiert auf künstliche Geschmacksverstärker und dann ist trotzdem einer drin? Ganz einfach, weil Hefeextrakt als natürlicher Geschmacksverstärker gilt. Und das ist die Gemeinheit bei diesen Kartoffelchips. Eins möchte ich noch kurz erwähnen. Den finde ich noch schlimmer hier. Das ist jetzt hier so eine 5-Minuten-Tasse oder wie die heißen. So, da steht jetzt drauf, natürlich ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Das natürlich ist schon wieder dank der deutschen Sprache grammatikalisch doppelt deutig, weil man könnte sagen, natürlich im Sinne von bio, biologisch. So ist es aber nicht gemeint. Es ist gemeint mit logischerweise ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. So. Also keine geschmacksverstärkenden Zusatzstoffe drin, kann man kaufen, oder? Und dann ist aber, wenn du wieder die Zutatenliste liest, ist wieder der Hefeextrakt drin. Da ist der Hefeextrakt. So. Und jetzt fragt man sich, wie macht man das? Ganz einfach, das macht man so, weil der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Zutat und Zusatz. Also Zusätze wären zum Beispiel Vitamine oder Mineralien. Wenn die jetzt hier Vitamin C reintun würden, wäre das ein Zusatz. Der Geschmacksverstärker ist drin als Hefeextrakt, aber schon als Zutat. Und deswegen können Sie draufschreiben, ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Tja, das sind die Tricks der Industrie und es ist schlicht und ergreifend so, dass, ich musste jetzt noch einmal gucken, ob noch ein Geschmacksverstärker drin ist aber nicht, also nur Hefeextrakt ist drin. Es ist so, dass industrielles Essen generell ungesund ist. Wenn du in deinem Speiseplan über dein Leben gesehen 10% mehr industrielle Krams und integrierst, also du kaufst möglichst viel Fertigpizza und Dosensuppen oder sowas, dann kriegst du statistisch gesehen am Ende deines Lebens 12% mehr Krebs. Ihr wisst, das sind mathematisch-statistische Untersuchungen, das kann man so eigentlich nicht 1:1 umsetzen. Ist klar, ich kann dir nicht vorhersagen, ob du Krebs kriegst, weil du jetzt ganz viel Tiefkühlpizza gegessen hast. Aber es ist halt so, wenn du 10.000 Leute hast und die einen essen eine Tiefkühlpizza in der Woche und die anderen essen 3 Tiefkühlpizzen in der Woche, dann hast du ganz klar einen Anstieg der Krebsrate. Und das Ganze hängt damit zusammen, ich habe es auch schon in Videos öfters mal erklärt, mit deinen 2 Kilogramm Verdauungsbakterien und mit 2 Kilogramm Immunsystem. Und die werden geärgert durch industrielle Nahrung. Und deswegen dreht sich im nächsten Video auch alles um den NovaScore. Das ist ein NovaScore. Und diese Skala, diese neue Bezeichnung, einige Wissenschaftler fordern, dass die kommen soll. Und das halte ich für gar nicht so falsch.